Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video, und zwar mit dem Titel Auf zu den Sternen. Und hier habe ich eine Vorzeichnung gemacht von so einem Astronauten oder Raumfahrer, wie du es auch nennen magst, und habe jetzt mal alles mit Maskierfilm überzogen und ausgeschnitten, damit der Hintergrund abgedeckt ist. Und wir fangen an mit Grau. Ich nehme jetzt hier, ich habe hier so vom Modell eher so ein Grau, schon fertig. Man kann sich es auch natürlich selber mischen. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten zum Vorarbeiten mit so einem Stift, wie ich arbeite mit den Stiften von Albrecht Dürer, Faber-Castell, und zwar die sind auch wie Aquarellfarben mit Pinsel nass verwaschbar, wie ich in manchen Videos schon gezeigt habe. Und jetzt habe ich auf die Palette so ein Grau drauf und fange hier an, so bestimmte Details herauszuarbeiten. Ein bisschen. Hier machen wir es gerade umgekehrt, wie bei manchen Videos macht man Details am Schluss. Hier fangen wir gleich an mit Details am Anfang, weil wir uns da praktisch mehr oder weniger herausarbeiten aus dem Bild. Und dafür ist es eben notwendig, schon am Anfang diese kleinen Details zu machen. Da kann man schon die ersten Bereiche hier so anlegen. So. Sich schön rein vertiefen in das Malen. Und schon entstehen hier die ersten Details, ne? Die Leute kennen das nicht mehr, dass man zu bestimmten Zeiten das nicht mehr macht. Die machen das einfach zu allen möglichen Zeiten heutzutage.
ich ihn gerade nein will, ne? So. Geht wunderbar, ne? So die Vorarbeit mit dem Pinsel. Mal sehen, ob ich das dann rausbekomme beim Schneiden. In den Bereichen, wo ich nicht sage, sicher ist das möglich. Nur wenn man dann die Bereiche hat, wo ich was erkläre, da wird es schwieriger. So ein Schneidprofi. Bin ich auch wieder nicht. Kommt die Airbrush zum Einsatz. Ein bisschen Farbe hinein. Braucht nicht viel. Ein, zwei Tropfen. Und ein bisschen mit Wasser verdünnt. Also du kannst es abzählen oder einfach nach Gefühl, so mache ich. Mit der Zeit bekommt man da ein Gefühl dafür. Aber du kannst es auch gerne abzählen, 1 zu 10 oder dergleichen. In etwa. So, und jetzt können wir hier anfangen. Von oben nach unten. So von außen. Überlegen.
Formen. Man kann natürlich auch gleich pur arbeiten, aber ich taste mich gern bei solchen Bildern dann eben ran und mache es ein bisschen dünner. Dann hat man nicht gleich so viel Farbe drauf. So, schon, ja. Und jetzt durchspülen. Und jetzt ein bisschen Farbe pur. Jetzt die dunkleren Stellen. Dann deckt es gleich ganz besser um einiges. So. Gut. Soweit gefällt mir das ganz gut. Und jetzt durchspülen. Und so weit, so gut für den ersten Teil, weil jetzt kommt einfach nur mehr der Teil,
der Niedererblascher nicht so gerne mag. Und zwar die Erblasche wieder sauber machen. Ja. Weil dann kann das trocknen. Wird auch schon trocken sein, ja. Okay. Und dann, ich lasse es oft gern ein bisschen länger dann antrocknen, bevor dass ich wieder mit einem Maskierfilm drüber gehe. Und falls ich das abdecken will, wenn nicht, dann ist kein Problem, je nach Motiv. Aber wenn man es abdecken will, lasse ich es immer ein bisschen bestimmte Zeit antrocknen, damit es auch wirklich hält und nicht dann eben sich da löst. Und habe ich alles schon gehabt, oder man bekommt so Spuren vom Maskierfilm rein, hat sich alles ein bisschen verändert, Papier, Maskierfilm über die Jahre, also ist nicht mehr so alles in der gleichen Art, wie es schon mal war. Und deswegen sollte man da ein bisschen vorsichtiger rangehen, bevor man sich seine Arbeit kaputt macht. Also, so weit, so gut. Bis zum nächsten Video, und ich freue mich schon auf eure Kommentare oder Anregungen und dergleichen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.